Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Styx Master of Shadows, wo wir in der letzten Folge ziemlich viel Fortschritt gemacht haben, aber dann gestorben sind. Das heißt, wir dürfen jetzt alles nochmal machen, aber das ist nicht ganz so dramatisch, zumindest in einem gewissen Rahmen. Der Kerl da vorne, dessen Trank hätte ich gerne. So, das haben wir beim letzten Mal auch schon geschafft. Au. Okay, das war unglücklich. Au. Alter. Bin ich gerade zu doof zum Parieren? Scheiße. Alter Falter. Okay, das habe ich mal richtig vergeigt. Nervt. You couldn't advance me some rations, could you? Somebody said something to me? Hmm? No? Well, I didn't hear anything. So, jetzt sollte es doch besser laufen. Ob die jetzt hier hinkommen, sieht gut aus. Nichts, hier ist nichts, hier wird nie etwas sein. Ganz einfache Sache, das. So, was macht ihr denn? Machen wir es halt so. Ultimativ in die Falle gelockt. Ah, die hatten nicht wirklich eine Chance. So, der Typ da unten. Mir jetzt. Er sollte eigentlich als Landespunkt dienen, Styx, aber gut. Wenn du meinst, dass er das nicht kann. Also ich will da unten wieder einen Triple Kill haben. So, ihr beiden bleibt da schön stehen. Genau. So, und jetzt gesellt sich noch der dritte zu euch. Sehr gut. Viel Vergnügen. Platsch. Das Problem ist, wir müssen unsere Goldmünzen wiederholen.
Warum auch immer dieser Sprung jetzt gerade nicht geklappt hat. Na gut, dich haben wir aber auf jeden Fall auch gekillt gehabt. So, weg mit der Leiche. Gehen wir jetzt nach oben. Ups. Platsch. So, der Leiche. Da gehen wir jetzt gleich hin, um die Leiche auszuschalten. Ich sollte öfters mal wieder diese Sicht nutzen, weil wir, glaube ich, an einigen Verstecken schon vorbeigerannt sind einfach. So, hier sind drei Arbeiter noch. Du bist hier so schön alleine, ne? Dann setzen wir der Einsamkeit von dir doch mal ein Ende. So. Du bist weg. Dann sind noch zwei da. So, nur noch einer. Bestimmt da unter der Treppe war irgendwas. Da werden wir auch gleich mal hingehen. Aber als erstes pflastern wir unseren Weg mit Leichen, die wir danach hoffentlich wieder entsorgen können. Den schmeiße ich doch hier einfach irgendwo runter. Ist immer noch das sicherste. Neben der Säure. So, ja, da hinten liegt nämlich eine Goldmünze. Ich habe sie genau gesehen. Dafür. Oh. Verdammt. Unser Trankvorrat ist voll. Das passiert auch selten. Aber dem können wir gleich Abhilfe schaffen. Richtig, hier ist nichts. Dieses Nichts bewegt sich hier schön lautlos umher. So, ich möchte auch hinten wieder eine Falle stellen, einfach weil ich das cool finde. Wow. Wow, 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 wow. Ihr habt nichts gesehen, Kumpels. Gar nichts. Richtig. Ja, auf jeden Fall was geträumt. Wie ein kleiner süßer Engel. Oder so. So, erstmal aus dem Licht raus. So, dann sind wir wieder hier. Und können das Ganze von oben wieder angehen, weil das lief beim letzten Mal definitiv besser. So. Wenn der eine Kerl wieder drin ist, gehen wir wieder nach zur Seite. Ah, der will gerade nicht reingehen. Der hat einen Goldharztrank. Stimmt. Nee, war ein Lebenstrank, glaube ich. Trotzdem, der hat einen Trank.
Könntest du bitte wieder reingehen? Sehr schön. Guter Weg. Sehr guter Weg. Ja, ist nur ein Lebenstrank. Brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. So. Wiedersehen. Du kannst gerne herkommen. Am besten machst du auch noch die Fackel wieder an. Oder kommst einfach her und stirb. Okay. Nehmen wir auch. Das Problem ist, dass der Kerl gerade sich auf den Weg macht. War jetzt nicht optimal, aber es hat auch funktioniert. Okay, aber merken wir uns, wir können ihnen keine Falle stellen, wenn sie den Typen finden. So, wir gehen hier rein, holen uns den Goldtaler. Aber ich muss leider nochmal einen kurzen Cut machen. Wir sehen uns aber eigentlich sofort wieder. Bis gleich. So, weiter geht's. Wo waren wir dran? Ach ja. Wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. So. Der Mechanismus liegt aber gerade immer noch außerhalb unserer Reichweite. Wobei wir jetzt ein bisschen näher rankommen dürften. Denn wir können da oben auf dem Balkon. Das Problem ist, da steht ein Typ drauf. Deshalb gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Weil hier ist ja der Aufzug. Der Aufzug alleine nützt uns aber natürlich nichts. Da kommen wir nicht hoch, da kämen wir hoch. Uns das mehr bringt, probieren wir es doch mal aus. Der Kerl steht da echt nicht vorteilhaft für uns. Könnte er sich bitte wegbewegen? Nee, natürlich nicht. Da ist die Sache mit dem Balkon doch ein bisschen angenehmer. Zumal wir da theoretisch hinter ihn kommen würden. Könntest du dich bitte auf den Weg machen? Hallo? Ist gar nicht so geil. It's getting away. Can't have gone far. He's disappeared. Wie wollen die mich gesehen haben, bitte? Das ist nicht gut. Hm.
das so eine gute Idee war, Styx. Da kommen gerade Menschen. Tschüss. Alle mal. Wie kommen wir denn jetzt runter? Das ist nicht so geil. So kommen wir runter. Easy. Schnell ab in die Kiste. Puh, das hat funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Let's see. So, cell 5 is not in this part of the prison, but in the high security section. I still got a ways to go. Better get moving. Na super. Aber gut, dass wir in den Hochsicherheitstrakt müssen, wussten wir ja schon, weil dort ist die Artefaktzone. Don't move. I'm coming. The world just got a little less ugly. Die haben jetzt Magier. Fuck. Inquisitors. I must avoid these shitty spellcasters. Pfui. Das ist ja richtig abartig. Okay, da sehen wir schon mal eine Goldmünze. Das ist nett. So, wir können denen also kein Messer in den Kopf werfen. Das stört mich jetzt spontan ein bisschen. Und da läuft auch noch ein Ritter mit Plattenrüstung. Ja, geil. Aber irgendwas, um den zu vergiften oder so. Hallo, Harold. Picking's good this week. Some interesting trinkets, yes. People have plenty of imagination when it comes to buying a little dignity. When do we share it out? Soon, I hope. I have debts to repay. I'll go and see Bohort. But first, I'm going to say hello to dear old Bertram. Ja, dann hol du dir mal deine die Schnupftabakdose ab. Da haben die Wachen ja in der letzten Folge noch von gesprochen. War es letzte Folge? Ich meine, es war letzte Folge. Come on, off to work. Be quick about it. So, machen wir hier erstmal ein bisschen dunkel. So, wir müssen warten, bis der Kerl vorbeiläuft. So. Fuck
Okay, also irgendwo muss irgendwas sein, was wir vergiften können. Soweit wie die bewaffnete Wache läuft. Im Gepäck mit dem Inquisitor. Da muss irgendwo was liegen, was wir vergiften können oder so. Oder dass wir was auf ihn drauf fallen lassen können, was auch immer. Wir laufen auf jeden Fall den beiden erstmal ein bisschen hinterher. Den hier gehen wir ganz geschickt. Das Problem ist, ich habe keine Säure dabei. Eigentlich sollten wir uns hier nicht entdecken können. Sollte man meinen. Aber wir werden später auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Haben wir einen Goldharztrank? Nee, ne? I prefer hunting orc. They're not so sneaky. Okay. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass in diesem Spiel Orks überhaupt erwähnt werden. Treffen wir doch noch auf Arkai? Wer weiß? Wir können es in der nächsten Folge... Lass doch mal die scheiß Leiche da in das Stück. Ohne Scheiß. Wie Styx halt jedes Mal einfach diese scheiß Leiche wieder aufheben wollte. Na gut, dann würde ich sagen, das Ganze machen wir in der nächsten Folge nochmal. Diesmal vielleicht ein bisschen effizienter. Aber... wir kriegen das schon noch hin. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Styx Master of Shadows. Bis dahin, ciao.